Notaufnahme im Klinikum in Haar bei München. Psychiatrie. Ich bin selber ein Arzt. Aber keiner glaubt mir. Ich bin selber ein Ingenieur. Ich schwöre es euch allen. Ich bin mit meiner Tasche mit meiner Mutter angekommen und freiwillig, absolut freiwillig. Und es hat sich ergeben, dass ich vor 4 Wochen war ich das letzte Mal hier in Haar gewesen. Und ich reime mir die eigenen Geschichten zusammen und die sind so, dass ich sage, ich habe ein Gotterlebnis gehabt und ihr interessiert euch dafür, aber ihr wollt nichts dafür hergeben, dass ihr zum Beispiel sagt, vielleicht ist ja doch irgendwas dran. Wir sind nicht so uninteressant. Ob freiwillig oder in Handschellen von der Polizei eingeliefert. Hierher kommen immer mehr Menschen mit Krankheiten, die den meisten von uns fremd sind und Angst machen. Depression, Psychose, Schizophrenie, Borderline und vieles mehr, was wir alle uns nur schwer vorstellen können. Psychiatrie. Normalerweise eine verschlossene Welt. Wir durften einige der Patienten auf ihrem Weg begleiten. Nicht selten ein Weg, der immer wieder in die Notaufnahme führt. Hallo, grüß Gott. Ich bin die Schwester Leni. Hallo, wir kennen uns schon, gell? Grüß Gott, nehmen Sie Platz. Sie kommen zur Aufnahme. Die Frau Dr. Christoph hat schon angerufen, dass Sie kommen werden. Ja. Ich habe jetzt leider keinen zweiten Stuhl, wenn Sie stehen wollen. Ich kann stehen bleiben. Fit genug. Sie sind fit genug. Ich habe jetzt schon mal die ganzen Daten hier geholt und frage Sie dann noch, was ich jetzt wissen will, gell? Jetzt müssen wir noch den Rechtsgrund klären. Ich würde sagen, dass Sie freiwillig unterschreiben, das Beste machen. So, ich schreibe das jetzt schon rein. Und das ist hier der Text. Mit meiner Aufnahme und Behandlung im Klinikum München Ost kläre ich mich freiwillig einverstanden. Ja. Nehmen Sie bitte Platz und Sie sind Grüß Gott, Dr. Kamp in der Aufnahme an. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich möchte auch hier Platz bleiben. Ja, Sie waren in Behandlung hier, sind entlassen worden und waren dann wieder zu Hause? Ja. Ja. Ja? Und warum kommen Sie jetzt wieder? Ja, Allergie. Gang die Wohnung, Allergie. Sie hat in der ganzen Wohnung. Ja, in der ganzen Wohnung. Ganze die Elektrik gespürt. Gespürt. Also, dann ist er auf die spüren Balkon. Sie am Körper. Ja. Die Elektrik. Innen, im Körper. Innen. Wie ein Strom. Ja, innen. Ja. Mhm. Aber das war schon mal jetzt ganz weg. Ja, zu Hause manchmal weg, manchmal kommt. Ah ja. Aber jetzt ist es wieder schlimmer geworden. Ja, aber ich höre die Maschine gehen. Die Geräusche hören. Ja, Geräusche. Ja. Seit wann ist das wieder gekommen? Gestern Abend. Hat es angefangen? Ja. Und ist jetzt heute und den ganzen Tag? Heute, ich höre die Maschine und Leute. Wie ist es jetzt im Moment? Ja. Mit den Geräuschen und den Stimmen, wie ist es im Moment? Ja, ich hier noch nicht. Hier nicht? Ja, hier nicht. Mhm. Aber ich habe gesehen, zwei Leute kommen. Aber hier sind Sie sicher und wir passen auf Sie auf und helfen Ihnen. Ich bin sicher. Wir kennen diesen Zustand oder diese Symptome ganz gut. Das kann man ganz gut behandeln, dass das wieder leichter wird und weggeht. Ja? Die Behandlung müssen Sie nur mit Ihrem Arzt besprechen hier. Ja, weil es kommen dann die nächsten Patienten und da ist nicht so viel Zeit hier in dieser Situation. Aber ich denke, das war jetzt ganz gut, dass Sie hergekommen sind und dass Ihr Mann angerufen hat. Ja, und der auch hält mir, ich bin ja besser. Fühlen Sie sich jetzt schon besser? Ja, nur in der Wohnung auch noch. So schlimm ist nur in der Wohnung? Ja, schlimm. Hier geht schon. Ja, schlimm in der Wohnung. Mhm. Ja. Frau Nieng. Vietnamesin, verheiratet mit einem Deutschen, leidet an einer Psychose. Sie ist zum zweiten Mal hier und kennt sich bereits aus. Notaufnahme, dann direkt in eine der 10 geschlossenen Abteilungen. Zunächst kommt sie in den überfüllten Wachbereich. Können Sie sich in die auch hineinversetzen? Ja, in viele. Nicht in alles. Wenn jemand eine Psychose hat, das ist halt für uns nicht nachvollziehbar. Verrückt, das ist verrückt. Also wenn jemand depressiv ist oder lustig ist, manisch, das kann sich, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen. Aber
wenn jemand verrückte Stimmen hört oder so wie vorhin Stimmen und da der Körper elektrisiert wird und so sagen, das ist ja uns fremd. Das kann man, glaube ich, wenig sich vorstellen. Haben Sie unten schon was bekommen, Medikamente? Ja, schon. Nein, noch nicht. Sie hat nichts bekommen. Nicht. Aber sie hat das Seroquel immer eingenommen? Sie hat es immer eingenommen, ja. Viermal 100 Milligramm am Tag. Viermal eine Tablette, okay. Gut. Sonst irgendwelche Probleme, außer diesem Klopfen und dem Gefühl? Also mit dem Klopfen, das war nicht so schlimm, aber sie hat gesagt, ich habe schon wieder Klopfen gehört. Und lassen Sie sich ruhig reden, ja? Wenn Sie es beschreiben wollen, dann sagen Sie es selber. Ja, um 4 Uhr gestern Abend mit heute Ganztag. Gut, jetzt bleibt erstmal da. Ja. Gewöhnen sich hier wieder ein, nehmen die Medikamente weiter in ein bisschen höherer Dosierung. Und am Wochenende kommt der Mann sicher nochmal, dann können Sie auch ein bisschen. Nein, ich bin nicht jeden Tag da. Ja, ist ja schon Wochenende fast. Achso, ja. Sie kommen jetzt erstmal bei uns im Wachzimmer. Ja, ja. Da bleiben Sie erstmal ein, zwei Nächte, bis wieder was frei wird. Okay? Das Wetter von hier. Ja, genau. Und wenn was ist, dann können Sie auch gleich klopfen. Ist auch nicht schlecht. Ja, das ist jetzt nur das zugestellte Bett, wie gesagt. Für nächste Gelegenheit kommen Sie wieder hier raus. Ne? Weil wir Sie ja schon gut kennen. Die Therapie für Frau Nieng: Medikamente. In immer höherer Dosierung. Tabor-Milligramm-Tabletten, 3x1,5 Milligramm. Die verschiedenen Psychopharmaka schlagen bei jedem Patienten anders an. Das heißt, ausprobieren, bis ein Medikament wirkt. Ein Grund, warum die Patienten immer wieder kommen. Und manche kommen gerne. Für sie ist die Psychiatrie eine Art Heimat geworden. Schnell lernt man die Spielregeln und Tricks, die eine Aufnahme garantieren. Herr Kall ist ein solcher Psychiatrieprofi und häufig Gast auf der Station. Er kennt die Leute hier, die Mitpatienten genauso wie das Personal. Vor 3 Stunden entlassen hat Herr Kall es gerade in das Café auf dem Klinikgelände geschafft. 1,45 Promille, nicht durchsucht, ist gekommen, weil er gesagt hat, er wüsste, dass es ab einer bestimmten Promillezahl eine Aufnahmeverpflichtung gäbe. Und hat erzählt, dass er wieder Angstzustände hätte. Ich denke, du kennst ihn besser. Ich kenne ihn. Alles Gute, Herr Karl. Danke. Wieder schauen. Was machen wir denn jetzt? Nein. Haben Sie es nicht lange ausgehalten, draußen? Seit wann sind Sie wieder hier? Wo hier? Hier im Haus. Weiß gar nicht. Seit 7? Weiß nicht. Wann sind Sie gegangen? 4. 3 Stunden. Waren Sie in der Pilgersheime? Nein. Sondern? Kaffee. Kaffee Regenbogen. Ja. Gut. Ungefähr 800 Meter haben Sie es geschafft. Nicht weiter, weil ich habe falsche Leute gekauft. Wollen Sie es rauchen? Ja. Ich kann verstehen, dass Sie jetzt amüsiert sind, aber ich finde es eigentlich nicht so lustig, dass Sie so schnell wieder hierher gekommen sind. Der Dr. Graus fand es auch nicht gut, dass ich gegangen bin. Okay, dann rauchen Sie jetzt mal die Kippe, ich mache hier die Aufnahmen und dann bringe ich Sie ins Zimmer. Ja? Da lacht er. Die Augenfarbe? Ich weiß nicht. Blau. Ah, da wegen wir die Musik mit im Zimmer nehmen. Wie bitte? Die Musik. Nee. Solange sie blau sind, nehmen sie nichts mit ins Zimmer. Boah, ich durfte es gestern auch. Ja, aber gestern war ich nicht im Dienst, heute bin ich im Dienst und dann nehmen sie nichts mit ins Zimmer. Oh, bitte. Nee. Sicherlich nein. Haben Sie jetzt schon eine zum Rauchen bekommen? Nein, ich habe nicht. Sie wollten, ich habe doch gesagt, Sie könnten eine rauchen noch. Ja, das ist nicht so gut. Das ist keine Einstieg. Keine Zigaretten. Wo haben Sie angebrochene Schachtel? Er hat gesagt, unten hätte gerne eine geraucht. Er hat gesagt, das kann er gerne ich machen. Ich habe auch kein Problem. Ja. Okay. Ja.
Für die, die immer wieder kommen, ein Ritual. Die letzte Zigarette vor der ersten Nacht, das Aufnahmeprozedere und der überfüllte Wachbereich. Herr Breu, ebenfalls oft hier, nimmt die Situation gelassen hin. Das ist hier leider, das ist Winterzeit bis morgen. Aber morgen kriegen Sie einen besseren Platz. Ein geht raus und dann Sie kriegen hier einen Platz. Nehmen Sie, setzen Sie sich hin. Er hat gesagt, darf eine rauchen. Der wollte zuerst Blut abnehmen. Setzen Sie sich hin, ganz einfach und warten Sie kurz. Das dauert 5 Minuten und dann fertig. Wie geht es weiter nach der Notaufnahme? Herr Krohn, der Patient mit dem Gotterlebnis, den wir zu Beginn unserer Dreharbeiten getroffen haben, hat mittlerweile den nächsten Schritt geschafft und wohnt jetzt seit 4 Wochen in einem der Häuser für Langzeitpatienten. So sieht das Zimmer aus. Das ist mein Bett. Da sind die Tabak, der Kaffee, alles, was man braucht auf Station. Willst du nicht dran? Es wird die Mama sein? Nein, eine Bekannte, die will ins Café mit mir. Ja? Ja? Na gut, dann weiß ich Bescheid, ja. Also, ja, also dann. Ciao. Was ist? Kein Geld. Ist eine von der WG, die wollte mit mir ins Café gehen, aber ich habe selber kein Geld jetzt. Ja. Jetzt habe ich 20 Euro pro Woche, jetzt habe ich den einen 5 Euro geborgt. Den einen, am Montag habe ich es krachen lassen, 57 ausgegeben. Und jetzt sieht es schlecht aus für mich. Jetzt habe ich noch 1,50, weil ich mir heute noch Hülsen gekauft habe für den Tabak. Ja. Das erste Mal war ich 12 Wochen hier. Da hatte ich auch dieses Zimmer, also es ist schon wie so eine kleine Heimat geworden. Ne? Jetzt bin ich auch schon wieder 4 Wochen. Das ist schon so, fühlt sich. Man weiß gar nicht mehr, wo man zu Hause ist. So geht es auch Herrn Kall. Er wartet in der geschlossenen Abteilung auf die Kostenzusage der Krankenkasse für eine Langzeittherapie. Kennengelernt bei der Aufnahme. Was ist denn seither passiert? Ich warte auf Kostenzusage. Für was? Für die Einrichtung, wo ich hin soll oder hinkommen. Und wo soll es sein? Oberpfalz. Und was da genau für eine Einrichtung? Eine Einrichtung halt. Für wie lange? Und was da genau für eine Einrichtung? Nein, ich schon heute. Für wie lange? Ich weiß nicht. Es kann ewig gehen. Seine Lebensgeschichte, die Vielzahl psychischer Erkrankungen, machen eine Langzeittherapie notwendig. Die Eltern haben ihn mit 16 von zu Hause rausgeschmissen. Danach lebte er jahrelang vor allem auf der Straße. Borderline hatte er damals. Sich selbst verletzt. Aktuelle Diagnose: Sucht und Psychose. Wie ist es mit Ihren Eltern? Die haben mich auf Straße geschickt mit 16. Im ersten Moment war es scheiße. Aber jetzt mittlerweile ist es okay. Es kommt schon nicht klar. Ich bin zur Caritas gegangen als Erster. Und die haben weitergeholfen. Mit einem Zimmer, mit Essen, mit Kleider. Und dann haben Sie gewohnt, wo? Überall. In ganz Deutschland. In jeder Stadt gibt es Caritas. Seit 11 Jahren bin ich halt unterwegs. Die meiste Zeit draußen. 9 Jahre davon draußen ungefähr. Warum? Weiß nicht, weil ich keinen Bock hatte auf diese Schlafstellen. Wieso? Weil da zu viel abgeht. Was geht da? Drogen, Alkohol, ja, Schlägereien und so. Und will ja von der Aggressivität runterkommen. Von der Aggressivität runterkommen will er. Und er wünscht sich ein geschütztes und dennoch freies Leben. Ein normales Leben eigentlich. Das hat er bislang noch nicht gehabt. Da, wo ich hinkomme, kriegst du alles bezahlt. Essen, Schlafplatz, die Pflege, also die Therapeuten. Aber ich kann auch Geld dazu verdienen.
wenn ich arbeiten gehe. Ah, ja. 200 Euro. Und zu welcher Arbeit? Ja, Elektro-Schrott-Recycling oder so. Ah, ja. Computer auseinanderbauen oder irgendwas. Mhm. Habe ich schon mal gemacht. Macht Spaß. Auch das Leben von Herrn Krohn war bisher wenig stabil. Lange hat er nach Orientierung gesucht und sie möglicherweise gerade durch seine psychische Erkrankung gefunden. Im Osten bin ich groß geworden und so. Und dann habe ich gedacht, die Rasse muss stimmen und so gegen Ausländer. Dann war ich ja auch mehr, naja, schon kleiner Nazi so. Also ich habe mich nicht toleriert und andere habe ich auch schlecht toleriert. Habe das irgendwie das Leben nicht toleriert und deswegen glaube ich, dass die psychische Krankheit nicht umsonst ist, weil da lernt man besonders viel. Man muss einstecken lernen und, also verstehen Sie jetzt, was ich meine? Also man kann jetzt nicht Nazi sein, wenn man psychisch krank ist, weil man da selber, also wollte ich mal sagen. Sie sagen, also es ist eine gute Sache, psychisch krank zu sein? Ja, man lernt, also. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel kerngesund wäre und würde arbeiten und so, dann wäre ich vielleicht so ein Arschloch, was sagen würde, ich mag das nicht, wenn ein psychisch Kranker neben mir Bier trinkt. Also der soll arbeiten und so, da würde ich ganz anders reden. Und dadurch, dass ich jetzt psychisch krank bin, bin ich eigentlich vernünftig. Muss man vielleicht psychisch krank werden, um zur Vernunft zu kommen? Einige Tage später treffen wir Frau Nieng wieder. Wie geht's mit deinen Tabletten? Meine Tablette ist nicht gut bei mir. Wie oft musst du jetzt noch nehmen? Zweimal ein Tag. Also haben sie eine weggelassen? Eine weggelassen. Das ist ja schon ein sehr gutes Zeichen. Ja. Du schaust doch viel besser aus heute. Ja, danke. Du hast gesehen, ich besser. Ja, viel besser. Und morgen hole ich dich ab in der Früh. Ja. Und dann darfst du übers Wochenende mal nach Hause. Schön. Du, ich habe für unsere Dachterrasse habe ich Bäume gekauft gestern und die habe ich heute umgesetzt, dass wir unser zweites Wohnzimmer für den Sommer wieder richtig schick machen. Frau Nieng ist jetzt medikamentös besser eingestellt. Die Nebenwirkungen sind dennoch sichtbar und spürbar. Hallo? Ah, komm mal, eine Zigarette. Vor allem das Gefühlsleben leidet unter den Medikamenten. Das weiß auch Herr Krohn, seit kurzem in der Arbeitstherapie. Das Ergonyl, da kriege ich 1500 Milligramm am Tag. Früher war ich euphorisch und dann war ich schwerst depressiv. Das ist weg damit. Dann kriege ich das Fluoxetin, das ist gegen Psychosen. Das Seroquel, das nimmt so diese wahren Gedanken und so. Und Druckzahl zum Schlafen. Und Akiniton gegen die Nebenwirkung. Könnte sein, dass ich noch was vergessen habe. Also von innen. Die kurze Lasche und dann von außen immer im Wechsel. Und das nennt man dann Kuchenbox, was da rauskommt. Sagen zwar die Neuroleptiker, die verändern nicht die Persönlichkeit, aber wenn man so müde ist, und verändert man sich schon, habe ich immer das Gefühl. Für die Arbeitstherapie finde ich es gut, wenn man da Geduld mitbringt. Aber ansonsten so vom Fühlen in der Gruppe und so bin ich eher so ein Außenseiter. Wenn andere so Witze machen und lachen, dann lache ich nicht mit, weil ich es nicht witzig finde und so. Das hat sich geändert. Wie stellen Sie sich jetzt vor, wie Ihr Leben weitergehen wird? Dass ich mal was dazu verdiene und eine Wohnung habe und wieder eine Freundin dann. Weil das habe ich ja jetzt gemerkt, dass das nicht so hinhaut. Also psychisch erkrankt, das würden Sie gerade noch so verstehen, das gibt es viele. Aber psychisch erkrankt und Alkoholiker und Raucher und noch Geld verspielen am Spielautomaten, das ist zu viel für die Frau. Auch Herr Breu, den wir in der Notaufnahme kennengelernt haben, ist inzwischen in einem Haus für Langzeitpatienten. Mann, das Interview, say something. Step by step, Tina. Ladies and gentlemen, Tina Turner. She's a diva. Simply the best.
Das ist eine kleine Narbe, da bin ich zwar ziemlich weit gekommen, aber ich habe es ums Verrecken nicht geschafft, die Pulsader durchzudrehen. Die sind mir weggeflutscht. Ja. Und das war der zweite Versuch, ungefähr 8 Tage später. Da habe ich nicht, also so barbarisch bin ich auch nicht, dass ich mich da aufschlitze. Nein. Ich habe beim zweiten Versuch Unmengen Tabletten abgeschmissen und bin dann 3 Tage und 3 Nächte auf dem Arm so draufgelegen, bewusstlos. Da war der Blutfluss abgeschnürt, dadurch, dass ich draufgelegen bin. Und ich bin halt ein Glückskeks irgendwie, weil ich wollte ganz schlau sein und habe nur irgendwie eine Reihe von Bieren, also erst die Tabletten abgeschmissen, habe dann ziemlich bald gemerkt, und dann habe ich ein paar Bier hintergekippt und ich schätze, die paar Bier haben meinen Arsch gerettet, weil ich mehrmals mich gebrochen habe. Das hat man dann gesehen an der Matratze. Ich musste mich mehrmals übergeben, spucken einfach. Ja. Im Koma schlaf dann. Ich war 3 Tage komplett weg. Und nach dem dritten Tag, morgens war das, komme ich dann nachts zu mir und dann Hilfe brauchst. Ich liebe alle Frauen. Du liegst mir am Herzen, du liegst mir am Sinn, du magst mir nur Schmerzen. 22:04, das ist 88. Psychiatrie. Hilfe durch Tabletten oder Hilfe durch Zuwendung und Gespräch. Auch das gibt es im Klinikum in Haar. Ein alternatives Psychiatriekonzept, Soteria genannt. In einem der Häuser auf dem Gelände existiert dieses Modell seit 2004. Dort treffen wir Frau Simon, eine gutbürgerliche und gebildete Ehefrau und Mutter, im Gespräch mit ihrem Psychologen. Ich weiß jetzt nicht, was Sie für Punkte für das Gespräch haben. Also ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben gehabt. Das war wichtig. Ach so, der gestrige Tag und dann das Wochenende, das kommende Wochenende. Was ich noch gern heute besprechen wollte, ist, wie das mit der zweiten Psychose gelaufen ist. Okay. Da sind wir ja das letzte Mal stehen geblieben. Ja, wir hatten die erste Psychose, glaube ich, abgehakt. Ja. Also dann würde ich vorschlagen, dass Sie vielleicht mit Ihren Punkten beginnen. Das haben wir wahrscheinlich eh recht bald dann besprochen. Also das vom gestrigen Tag wäre vielleicht am sinnvollsten, weil da ging es mir schon wieder ein bisschen komisch, weil ich hatte das war der erste Tag, an dem ich jetzt mich den Pflichten hier in der Soteria komplett, ausgeliefert habe. Also ich habe mit dem Frühstücksdienst angefangen, habe dann mittags gekocht und bin dann mit zum großen Einkauf gegangen. Ja, und am Abend hatte ich irgendwie das Gefühl, boah, jetzt geht es mir wieder genauso schlecht wie fast vor 2 Jahren, also gefühlsmäßig, dass ich da einfach nur schaffe. Also ich habe immer gedacht, ich kann das für mich selbst steuern, aber ich habe jetzt gemerkt, also es wäre hilfreich gewesen, nochmal von Ihrer Seite irgendwie darauf hingewiesen zu werden, dass der Montag irgendwie für mich vielleicht doch zu voll wird. Man merkt es Frau Simon auf den ersten Blick nicht an, dass sie schon mehrere Psychosen hinter sich hat. Aber der Schein trügt. Durch ihre Krankheit sind Ehe, Familie und das gesamte soziale Umfeld einer harten Bewährungsprobe unterzogen worden. Ich werde halt sehr agil, also ich fange an zu putzen, ich räume die Schränke auf oder ja, der richtige Auslöser ist, glaube ich, dieser Schlafmangel. Also da kann man dann einfach irgendwann bestimmte Dinge nicht mehr richtig umreißen. Und ganz, ganz früher war das immer so, dass ich so einen Verlust von Zeit und Raum hatte. Also ich habe einfach nicht mehr in die Zeit gepasst. Ich habe dann drauf gehört, ist jetzt die Turmuhr, schlägt die jetzt 3-mal, 4-mal, 5-mal, passt die mit meiner Armbanduhr zusammen. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt, weil ich ja durch die Medikamente ganz gut geschützt bin. Gut, dann können wir ja das mit dem Wochenende auch besprechen. Ja. Also das wäre mir arg recht, also das wäre mir ein großes Anliegen, weil ich auch in meiner Wohnung sein will. Und ich hatte ja in meiner Psychose diesmal den Wahn, die Kunsttherapie irgendwie in meiner Wohnung auszuleben. Und ich habe dann echt zur Musik von Grönemeyer da meine Wand bekrakelt. Und am nächsten Tag ist ja dann mein Sohn aufgestanden und hat es angeguckt und gesagt so, Mutter, bist du doof, das überpinsel ich. Also ich habe da wirklich ein sehr skurriles Gemälde an die Wand gebracht. Ja. Also eigentlich meine Emotionen, würde ich sagen. Und bevor meine Kinder eigentlich zurückkommen, wollte ich das eigentlich übermalen. Und ich wollte es aber nur so überpinseln, dass sozusagen der Bilderrahmen, wo normal unser Hochzeitsbild drin war, weil das hatte ich dann rausgenommen und zerrissen und weggeworfen,
Das wollte ich eigentlich, den Fleck wollte ich eigentlich lassen. Frau Simon wird nach monatelanger Therapie als geheilt entlassen. Herrn Breu dagegen geht es nicht so gut. Ich habe nicht erkannt, dass ich krank bin. Ich war der König. Ich war unterwegs als Wikinger verkleidet mit Schild und Speer und so. Und dann als Wikinger verkleidet? Ja, als Germane, was für Germanen finden, den ich da geschoben habe. Ja. So Lanze gebastelt und Schild und Helm mit Hörner. Und in der Stadt irgendwo? Ja, in Regensburg. Das ist die Hauptstadt meiner Heimat. Ja. Da habe ich auch studiert an der Universität Regensburg. Und ja, und irgendwann kam halt dann mein älterer Bruder, meine damalige Freundin, wobei die sich total zurückgehalten hat. Er war noch dabei, meine Schwester. Ich glaube, das war's, oder noch jemand, ich weiß es nicht mehr genau. Wir stehen vor der Tür in Begleitung von drei Männern in Grün und einer Frau in Grün und irgend so ein Amtsarzt oder was das war. Und irgendwie habe ich gespürt, jetzt mach das Richtige, tu das, was die sagen. Und dann halt richterlicher Beschluss, Unterbringungsbeschluss. Nicht ganz so dick. Und ja, wenn ich abgelenkt bin, dann jetzt nicht. Ganz langsam einfach, ne? Weil wenn Sie jetzt die einkleben, Herr Breu, bitteschön. Ne? Ja, wenn Sie die nämlich einkleben, kommt das an der Seite alles raus. Und das heißt, dass wir die Tüte nicht aufbekommen, ne? Mhm. Ja, also lieber etwas weniger, ne? Ja. Okay? Was gibt es sonst noch für Therapien, wo Sie drin sind? Wo war ich heute? Motivationsgruppe. Da kann man rausfinden oder erzählen oder auch nicht, muss man nicht. Ob man motiviert ist, wie motiviert ist oder man meint, ist man motiviert oder nicht. Oder, und andere. Es werden so Argumente vorgebracht und jeder sagt was oder auch nicht. Irgendwie so läuft es halt. Irgendwo ist man dann halt, macht irgendwas. Man macht irgendetwas, um zur Ruhe zu kommen. Das gelingt nicht immer. Herr Breu hat sich ein paar Tage später selbst entlassen. Sie waren jetzt im Krankenhaus in Fürstenfeldbruck und sind dort untersucht worden. Was ist denn gemacht worden? Ja. Keine große Ahnung. Keine große Ahnung. Psychiatrie. In der Notaufnahme geht die Routine weiter. Und immer wieder Unterbrechungen. Alarm. Dann fahren wir auf die Station. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei bringt einen Randalierer. Einen, der um sich schlägt, der unter Wahnvorstellungen leidet. Alltag in der Notaufnahme. Meine Frau ist seit einer Stunde tot, das glaubt mir keiner. Und meine Tochter stirbt jeweils eine halbe Stunde, jeweils also eine Stunde. Um 5:30 wurde meine Frau getötet. Um 6:30 wird meine Tochter getötet. Um 7:30 die zweite. Und 8:30 mein Sohn. Und dann muss man bis der Aufzug zu gell? Ja. Legen Sie jetzt ins Bett drüber, ja? Ich tue nichts. Sie machen mit. Einverstanden, gut. Aus, genau. Ja, das ist bitte. Okay. Eins, zwei, drei. Wir machen langsam unten erst. Jetzt bin ich mehr halt. Ich wehre mich auch nicht. Wie schaut es aus? Wir tun jetzt den einen Fuß darüber. Ein bisschen auf die Seite drehen, so zu mir. Okay, bleibst du links? Also, ich bin jetzt nicht so groß, Herr Thomas. Wir machen das ein bisschen später, wenn die alle weg sind. Ich wehre mich. Ruhiger sein. Ja, ich wehre mich. Ich verspreche. Gibt es noch einen zweiten? Gibt es auch noch? In der Regel habe ich wenig Angst. Muss ich sagen. Aber wenn Sie die Tür von anschauen, bis letztes Jahr, vor ein paar Monaten war das, da hat ein Patient ist auf mich losgegangen. Also es kommt öfter mal vor. Aber da habe ich keinen Zugang mehr gehabt. Also der war so psychotisch und mit dem konnte man gar nicht reden oder so. Ich bin halt dann raus, gerade noch rausgekommen, die Tür zugemacht, der hat da so dagegen geschlagen und dann kommt der Hilfe hier im Krankenhaus, ist mir ja nicht ganz alleine. Aber dafür kriegen wir ja auch eine Gefahrenzulage. 15,34 Euro.
brutto im Monat. Es ist vor kurzem, vor ein paar Wochen habe ich das gekriegt. Also wir haben festgestellt, dass ihnen die Gefahrenzulage zusteht. Früher war es halt mehr, ein bisschen mehr, aber ich meine, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Ohne Humor und Liebe zu den Patienten ist diese anstrengende Arbeit nicht zu bewältigen. Das gilt auch für die Krankenschwestern, die im Umgang mit den Patienten viel Sensibilität mitbringen müssen. Im gleichen Moment brauchen sie aber auch Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit. Ein immens hohes Anforderungsprofil. Anerkennung gibt es dafür selten. Und jetzt rutscht es nimmer. Mhm. Ich hab sie schon. Viele Patienten sind ja auch, die haben so gehemmt, dass sie nicht reden. Die können nicht reden. Und dann weiß man eben durch manche Gestiken, durch die Mimik, durch die Augen, weiß man einfach, was kann ich jetzt zu dem sagen. Wir wissen aber ganz genau, wann das brenzlig wird. Da haben wir dann einfach handelt, da immer geben wir auch den Aufnahmearzt und sagt, so und jetzt müssen wir rauf. Jetzt muss es schnell gehen. Das ist ja oft so, dass der so unter Druck steht und dann schreibt und fragt und so und dann ist das. Und was nicht merkt, denn? Was da jetzt der, das kommt. Das Gespür hat der nicht mehr, weil ja. da merkt man schon diese Unruhe im Patienten halt so gewisse Körperbewegungen und man schaut in die Augen und dann weiß man schon eigentlich, was los ist. Und da wo man dann sagt, jetzt ist jedes Ding zu viel. Wenige Minuten später, ein Neuzugang auf Station. Der Patient kommt mit Aktenkoffer, darin diverse Körperpflegemittel. Da werden jetzt ein paar Sachen aussortiert, oder? Genau, Sachen, die in den Wachbereich nicht rein dürfen. Wie duscht das? Ja, wir sind da ein bisschen strenger auf Station, weil es ist einfach gefährlich, diese Sachen einfach im Zimmer freistehen zu lassen. Das heißt, was ist die Gefahr oder die Angst? Dass sie das irgendwie unbewusst auch zu sich nehmen, schlucken und eventuell auch ein Gürtel, Strangulationsgefahr. Also das ist alles schon vorgekommen, oder wie? Genau, also die Fälle gab es schon auf Station. Dass man duscht, das trinkt? Das kam auch schon des Öfteren vor. Die Nachtdienste sind besonders anstrengend. Nicht nur wegen der Selbstmordgefahr werden die Patientenzimmer in regelmäßigen Abständen überprüft. Das ist ja so, dass meistens so 2-3 Patienten nachts zugehen und da muss man spüren, bedeutet das jetzt Gefahr oder kann ich das jetzt einigermaßen abschätzen und handeln. Und gerade am Anfang, da ist mir das öfters passiert, dass ich mich wirklich verschätzt habe. Zum Beispiel eine Patientin, die unbedingt rauchen wollte. Und ich habe zu ihr gesagt, nein, sie müssen jetzt warten, bis ich muss den Verband machen. Und jedenfalls hat sie sich dann so heftig gewehrt und dann hat sie getreten und da hat sie mich dann im Bauch getreten. Und dann hatte ich mich umgedreht, weil das so wehgetan hat und das hätte ich nicht machen dürfen, weil da hat sie mich dann am Hintern erwischt und da bin ich 2 Meter weit geflogen. Am nächsten Tag treffen wir Herrn Krohn wieder. Inzwischen lebt er in einer Wohngruppe außerhalb des Klinikums und ist stolz auf sich, weil er gerade einen Arbeitstherapieplatz in der Korbflechterei bekommen hat. Jetzt habe ich 2 Tage für den Korb gebracht. Das habe ich mir gekauft. Zeig mal bloß. Mal sehen, erzähl mal. Das schaut ja kompliziert aus. Also das Kreuz, das hat sie mir geholfen. Bei denen hatten wir die Anfänge, hat sie geholfen. Da hat sie geholfen, aber. Denn dann geflechtet habe ich ja nicht. Super. Gezeigt hat sie mir das. Und wie lange haben Sie gebraucht? 2 Tage, das ist schnell. In Agatharit, wo ich war vor 2003, da habe ich für so einen Korb 14 Tage und bin ich fertig geworden. Ich habe erst gedacht, ich habe Probezeit so ewig. Jetzt habe ich das gemacht nach 2 Tagen und haben sie gesagt, also wenn ich will, kann ich übernommen werden. Das ist ja schon mal was. Also wir stellen uns das so vor, Sie wohnen da in der Wasserburger Straße, ja, in der Wohngemeinschaft und radeln dann täglich hierher. Ja. Bei Wind und Wetter. Ich immer muss runterfahren. Nein, du. Ich halte dich schon. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst wirklich keine Angst. Frau Nieyeng hingegen ist wieder zu Hause und in einem erbärmlichen Zustand. Fälle wie sie gibt es viele. Die Medikamente wirken nicht. Trotzdem wurde sie entlassen. Jetzt will ihr Mann sie wieder ins Klinikum bringen. Wir fahren jetzt danach gleich.
Ich bedanke nur, gib mir Gesundheit. Ich brauche, gib mir Gesundheit. Also Ihre Frau ist vollkommen am Ende, sie ist entlassen worden und... Ich habe es nicht verstanden, gell. Ich habe auch mit den Ärzten gesprochen und ich habe also gesagt, das geht nicht, gell. Aber die haben sie nicht behalten. So haben gesagt, sie alles im gesagt, zu Hause wird es besser. Alles im Ordnung. Aber und so. Ich krank. Und ich habe da angerufen. Ja. Und wie war das? Ja, war also eine Schwester oder irgendjemand am Telefon. Ich wollte mit den Ärzten sprechen, habe gesagt, die Ärzte haben jetzt Wichtigeres zu tun. Und ich war also richtig wütend. Gell. Der Ehemann von Frau Nieng ist wütend auf die Mitarbeiter des Klinikums. Die Patienten selbst beschweren sich selten, wollen und können es nicht. Und Beschwerden von Angehörigen werden häufig als lästige Einmischung empfunden und entsprechend abgeschmettert. Auch ein Grund übrigens, warum sich Patienten und Angehörige mit unseren Filmaufnahmen einverstanden erklärt haben. Durch unsere Anwesenheit fühlen sie sich geschützt. Ja. In der Nacht krank. Sie haben da richtige Sprachstörungen. Ja, das geht ja schlecht. Geht ja schlecht. Jetzt ist gerade hier im Moment belegt, gehen wir ein Zimmer weiter. Okay. Kommen wir uns mit. Insgesamt mehr Respekt in der Gesellschaft gegenüber psychisch erkrankten Menschen. Das wäre der Traum von Herrn Krohn. Jeder von uns sollte sich mehr in diese Menschen hineinversetzen können. Dass jeder mal Depressionen durchmacht, dass er mal nicht arbeiten kann, wie es ist, wenn die anderen dann sagen, ja, willst du immer noch nicht arbeiten? Und also es ist ja das, was selbst mir schwer fällt, also mit einem, der überhaupt keine Ahnung hat, ihnen klarzumachen, dass sie nicht arbeiten kann, weil ich es ja selber nicht glauben würde, wenn es nicht so wäre. Die Verzweiflung ist groß und jeder muss damit allein zurechtkommen. Was gibt's Neues? Zurzeit nichts. Haben Sie eigentlich eine Freundin? Ja. Also zwei. Wieso gleich zwei? Ja, eine ist draußen und eine ist hier auf Station. Hier auf Station? Ja. Sind Sie verliebt? Nee. Ist nur hier auf Station. Was macht Ihre wirkliche Freundin? Auch nichts. Auch auf Straße rumhängen. Ist auch rausgeschmissen worden von zu Hause mit 15. Sie ist eine Borderlinerin. Ich hab's auch schon gemacht. Ausprobiert. Mit einer Rasierklinge. Oder Glasscherben oder Messer oder was ich was. Außer was Scharfes. Ich hab's auch schon hinter mir. Und warum macht man das? Ich weiß nicht. Da wollte ich vielleicht umbringen. Das war schon. Ich hab's ein paar Mal versucht. Sie umzubringen? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Das weiß man nie in dem Moment. Sie leben nicht gerne, oder? Ja, doch, jetzt mittlerweile schon. Früher nicht. Aber jetzt mittlerweile schon. Mittlerweile hat Herr Kall ein eigenes Zimmer in einer betreuten Wohngemeinschaft und eine feste Freundin. Frau Nieng kämpft weiter gegen ihre Krankheit. Unterbrochen von Phasen der Besserung dauert dieser Kampf bis heute an. Wie geht's Ihnen?
Ja, nicht besser, weil ich habe einen Medikament bekommen. Hier viel besser. Aber in der Nacht so viel, ich kann nicht liegen hier 5 Minuten und dann laufen. 5 Minuten und laufen. Nur ohne Ruhe. Kann der Nacht, aber kann nicht schlafen. Ich bin schon wieder fixiert. Frau Nieyeng will gesund werden. Für andere scheint dieser Kampf bereits verloren. Jetzt ist es aber angenehm. Es gibt auch noch gute Menschen. Ja. Ich bin als Kind missbraucht worden, als Baby fast. Und in der Notaufnahme geht der ganz normale Wahnsinn bis tief in die Nacht weiter. Hallo. Hey. 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 Was wolltest du jetzt? Hallo. Wir können doch vernünftig reden. Was ist jetzt nicht so? Weil einer immer der Vernünftigere sein muss. Okay. Und ich bin's, der Vernünftigere, weil ich gehe. Ja, dann hast du recht, ihr Mann. Die Polizei hat gesagt, ich habe geschlagen meine Frau. Sie hat keine Kratz. Sie hat keine blaue. Sie hat, ich habe 2 Augenzeuge, ich habe gar nichts gemacht. Ich schlage meine Vene oder etwas. Da gibt's keinen Grund, warum ich bin im Gefängnis. Ich gehe nun Marienplatz mit Papiere. Von Polizei, was die Leute hat gemacht mit okay. mir. Und welchen Grund gibt's? Okay, jetzt kommen Sie mit. Gehen Sie mit jetzt erst einmal. Um 19:30 sind es 24 Stunden. Aber was ist jetzt so für ein Punkt erreicht? Für eine Ruhepause wäre jetzt nicht schlecht. Aber es gehört halt auch dazu. Das sind alles Unwägbarkeiten. Man muss mit allem rechnen. Also ich rechne mit allem. Was so schön ist bei den Patienten, die sind, wie sie sind. Die sind halt authentisch, die sind echt. Manchmal frage ich mich sowieso, wieso kommen die in die Klinik und die anderen sind draußen. Es gibt viele, die draußen eine Behandlung bräuchten unbedingt. Das frage ich mich auch oft. Warum sind die da draußen nicht in Haar und die nicht draußen? Weil wir nicht alle aufnehmen können. Ich früher immer gesagt habe, ich bin hier auf der Erde, um was zu lernen und war vielleicht ein Weiberheld oder ein König oben im Himmel, habe zu viel Unheil oder ich war da zu frech, ich würde sagen zu frech, die Berliner Schnauze, und das hat denen dann nicht gefallen, den Göttern, dann haben sie mich auf die Erde geschickt. Und dann habe ich immer gesagt, so rumgespannt, das ist so ein Komposthaufen, die Erde, da wird alles, was der Himmel nicht braucht, hingeschmissen und dann wird gewartet, bis was Schönes draus wächst. Und ich muss hier durch, ich muss hier was lernen, ich muss hier gesund werden. Wenn ich mich jetzt umbringen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch in der Klapse im Himmel sein und das will ich nicht. Also im Himmel möchte ich schon gesund sein und rumtollen. Ja. Notaufnahme im Klinikum in Haar bei München. Psychiatrie. Ich bin selber ein Arzt. Aber keiner glaubt mir. Ich bin selber ein Ingenieur. Ich schwöre es euch allen. Ich bin mit meiner Tasche mit meiner Mutter angekommen und freiwillig, absolut freiwillig. Und es hat sich ergeben, dass ich vor 4 Wochen war ich das letzte Mal hier in Haar gewesen und ich reime mir die eigenen Geschichten zusammen und die sind so, dass ich sage, ich habe ein Gotterlebnis gehabt und ihr interessiert euch dafür, aber ihr wollt nichts dafür hergeben, dass ihr zum Beispiel sagt, vielleicht ist ja doch irgendwas dran, wir sind nicht so uninteressant. Ob freiwillig oder in Handschellen von der Polizei eingeliefert. Hierher kommen immer mehr Menschen mit Krankheiten, die den meisten von uns fremd sind und Angst machen. Depression, Psychose, Schizophrenie, Borderline und vieles mehr, was wir alle uns nur schwer vorstellen können. Psychiatrie. Normalerweise eine verschlossene Welt. Wir durften einige der Patienten auf ihrem Weg begleiten. Nicht selten ein Weg, der immer wieder in die Notaufnahme führt. Hallo, grüß Gott. Ich bin die Schwester Leni.
Hallo, wir kennen uns schon, gell? Ja. Es geht, nehmen Sie Platz. Sie kommen zur Aufnahme. Die Frau Dr. Christoph hat schon angerufen, dass Sie kommen werden. Ja. Ich habe jetzt leider keinen zweiten Stuhl, wenn Sie ich stehen wollen. Ich kann stehen bleiben. Fit genug. Sie sind fit genug. Ich habe jetzt schon mal die ganzen Daten hier geholt und frage Sie dann noch, was ich jetzt wissen will, gell? Jetzt müssen wir noch den Rechtsgrund klären. Ich würde sagen, dass Sie freiwillig unterschreiben, das Beste machen. So, ich schreibe das jetzt schon rein. Und das ist hier der Text. Mit meiner Aufnahme und Behandlung im Klinikum München Ost kläre ich mich freiwillig einverstanden. Ja. Nehmen Sie bitte Platz und sitzen Sie hier. Dr. Kamp in der Aufnahme an. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie müssen auch hier Platz bleiben. Sie waren in Behandlung hier, sind entlassen worden und waren dann wieder zu Hause? Ja. Ja. Ja? Und warum kommen Sie jetzt wieder? Ja, Ganze Wohnung, Elektrik. Die hat in der ganzen Wohnung. Ja, in der ganzen Wohnung. Ganze Wohnung. Die Elektrik gespürt. Gespürt. Also, dann ist er die spüren Balkon. Sie am Körper. Ja. Die Elektrik. Innen. Innen, im Körper. Innen. Wie ein Strom. Ja, innen. Ja. Mhm. Aber das war schon mal jetzt ganz weg. Ja, zu Hause, manchmal weg, manchmal kommt. Ah ja, aber jetzt ist es wieder schlimmer geworden. Ja, aber ich höre die Maschine gehen. Die Geräusche. Ja, geht. Seit wann ist das wieder gekommen? Gestern Abend. Hat es angefangen? Ja. Und das ist jetzt heute und den ganzen Tag? Konnte ich höre die Maschine und Leute, Wie ist es jetzt im Moment? Mit den Geräuschen und den Stimmen, wie ist es im Moment? Ja, ich hier noch nicht. Hier nicht? Ja, hier nicht. Mhm. Aber ich habe gesehen, zwei Leute kommen. Aber hier sind Sie sicher und wir passen auf Sie auf und helfen Ihnen. Sicher. Wir kennen diesen Zustand oder diese Symptome ganz gut. Das kann man ganz gut behandeln, dass das wieder leichter wird und weggeht. Ja? Die Behandlung müssen Sie nur mit Ihrem Arzt besprechen hier. Ja. Ja? Weil es kommen dann die nächsten Patienten und da ist nicht so viel Zeit hier in dieser Situation. Aber ich denke, das war jetzt ganz gut, dass Sie hergekommen sind und dass Ihr Mann angerufen hat. Ja, und der Abhängige fühlt sich ja besser. Fühlen Sie sich jetzt schon besser? Ja. Nee, nur in der Wohnung. So schlimm ist es nur in der Wohnung? Ja, und hier geht es schon. Ja, schlimm für Wohnung. Mhm. Ja. Frau Nieng, Vietnamesin, verheiratet mit einem Deutschen, leidet an einer Psychose. Sie ist zum zweiten Mal hier und kennt sich bereits aus. Notaufnahme, dann direkt in eine der 10 geschlossenen Abteilungen. Zunächst kommt sie in den überfüllten Wachbereich. Können Sie sich in die auch hineinversetzen? Ja, in viele. Nicht in alles. Wenn jemand eine Psychose hat, das ist halt für uns nicht nachvollziehbar. Verrückt, das ist verrückt. Also wenn jemand depressiv ist oder lustig ist, manisch, das kann man sich... Macht Spaß. Auch das Leben von Herrn Krohn war bisher wenig stabil. Lange hat er nach Orientierung gesucht und sie möglicherweise gerade durch seine psychische Erkrankung gefunden. Im Osten bin ich groß geworden und so und dann habe ich gedacht, die Rasse muss stimmen und so gegen Ausländer. Da war ich ja auch mehr, schon kleiner Nazi so. Also ich habe mich nicht toleriert und andere habe ich auch schlecht toleriert. Ich habe das irgendwie das Leben nicht toleriert und deswegen glaube ich, dass die psychische Krankheit nicht umsonst ist, weil da lernt man besonders viel. Man muss einstecken lernen und, also verstehen Sie jetzt, was ich meine? Also man kann jetzt nicht Nazi sein, weil man psychisch krank ist, weil man da selber, also wollte ich mal sagen. Sie sagen, also es ist eine gute Sache, psychisch krank zu sein? Ja, man lernt, also... Na, wenn ich jetzt zum Beispiel kerngesund wäre und würde arbeiten und so, dann wäre ich vielleicht so ein Arschloch, was sagen würde, ich mag das nicht, wenn ein psychisch Kranker neben mir Bier trinkt. Also der soll arbeiten und so, da würde ich ganz anders reden. Und dadurch, dass ich jetzt psychisch krank bin, bin ich eigentlich vernünftig. Muss man vielleicht psychisch krank werden, um zur Vernunft zu kommen? Einige Tage später treffen wir Frau Nieng wieder. Wie geht's mit deinen Tabletten?
Meine Tablette, das ist gut bei mir. Wie oft musst du jetzt noch nehmen? Zweimal ein Tag. Also haben sie eine weggelassen. Eine weg. Das ist ja schon ein sehr gutes Zeichen. Du schaust doch viel besser aus heute. Ja, danke. Du hast gestern eh besser. Ja, viel besser. Und morgen hole ich dich ab in der Früh. Ja. Und dann darfst du übers Wochenende mal nach Hause. Schön. Du, ich habe für unsere Dachterrasse habe ich Bäume gekauft gestern. Und die habe ich heute umgesetzt, dass wir unser zweites Wohnzimmer für den Sommer wieder richtig schick machen. Frau Nieng ist jetzt medikamentös besser eingestellt. Die Nebenwirkungen sind dennoch sichtbar und spürbar. Hallo. Ah, komm mal, eine Zigarette. Vor allem das Gefühlsleben leidet unter den Medikamenten. Das weiß auch Herr Krohn, seit kurzem in der Arbeitstherapie. Das Ergonyl, da kriege ich 1500 Milligramm am Tag. Früher war ich euphorisch und dann war ich schwerst depressiv. Das ist weg damit. Dann kriege ich das Fluoranxol, das ist gegen Psychosen. Das Seroquel, das nimmt so diese wahren Gedanken und so. Und Drucksal zum Schlafen. Und Akiniton gegen die Nebenwirkung. Könnte sein, dass ich noch was vergessen habe. Also von innen in die kurze Lasche. Und dann von außen immer im Wechsel. Und das nennt man dann Kuchenbox, was da rauskommt. Sagen zwar die Neuroleptiker, die verändern nicht die Persönlichkeit, aber wenn man so müde ist, verändert man sich schon, habe ich immer das Gefühl. Für die Arbeitstherapie finde ich es gut, wenn man da Geduld mitbringt. Aber ansonsten so vom Fühlen in der Gruppe und so bin ich eher so ein Außenseiter. Wenn andere so Witze machen und lachen, dann lache ich nicht mit, weil ich es nicht witzig finde und so. Das hat sich gern. Wie stellen Sie sich jetzt vor, wie Ihr Leben weitergehen wird? Dass ich mal was dazu verdiene und eine Wohnung habe und wieder eine Freundin damit. Weil das habe ich ja jetzt gemerkt, dass das nicht so hinhaut. Also psychisch erkrankt, das würden Sie gerade noch so verstehen, das gibt es viele. Aber psychisch erkrankt und Alkoholiker und Raucher und noch Geld verspielen am Spielautomaten, das ist zu viel für die Frauen. Auch Herr Breu, den wir in der Notaufnahme kennengelernt haben, ist inzwischen in einem Haus für Langzeitpatienten. Step by step, Tina. Ladies and gentlemen, Tina Turner. Diese Diva. Simply the best. Das ist eine kleine Narbe, da bin ich zwar ziemlich weit gekommen, aber ich habe es ums Verrecken nicht geschafft, die Pulsader durchzudrehen. Die sind mir weggeflutscht. Ja. Und das war der zweite Versuch, ungefähr 8 Tage später. Da habe ich nicht, also so barbarisch bin ich auch nicht, dass ich mich da aufschlitze. Nein. Ich habe beim zweiten Versuch Unmengen Tabletten abgeschmissen und bin dann 3 Tage und 3 Nächte auf dem Arm so draufgelegen, bewusstlos. Da war der Blutfluss abgeschnürt, dadurch, dass ich draufgelegen bin. Und bin halt ein Glückskeks irgendwie, weil ich habe bald ganz. Kann sich, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen. Aber wenn jemand verrückte Stimmen hört oder so wie vorhin Stimmen und da der Körper elektrisiert wird und so sagen, das ist ja uns fremd. Das kann man, glaube ich, wenig sich vorstellen. Haben Sie unten schon was bekommen, Medikamente? Ja, schon. Nein. Noch nicht. Sie hat nichts bekommen. Nicht. Aber sie hat das Seroquel immer eingenommen? Sie hat es immer eingenommen, ja. 4x 100 Milligramm am Tag. Viermal eine Tablette, okay. Gut. Sonst irgendwelche Probleme außer diesem Klopfen und dem Gefühl? Also mit dem Klopfen, das war nicht so schlimm, aber sie hat gesagt, ich habe schon wieder Klopfen gehört. Und? Lassen Sie ruhig reden, ja? Ja. Wenn Sie es beschreiben wollen, dann ja, sagen Sie es selber. Ja, 4 Uhr geht es dann mit heute Ganztag. Gut, jetzt bleibt es erstmal da. Ja. Gewöhnen sich hier wieder ein, nehmen die Medikamente weiter in ein bisschen höherer Dosierung. Und am Wochenende kommt der Mann sicher nochmal, dann können Sie auch ein bisschen. Nein, ich bin gehen, jeden so. Tag da. Ja, ist ja schon Wochenende fast. Ach so, ja. Sie kommen jetzt erstmal bei uns im Wachzimmer. Ja, ja. Da bleiben Sie erstmal 1-2 Nächte, bis wieder was frei wird. Okay?
Das war das Wetter von Schwulen. Ja, genau. Und wenn was ist, dann können Sie auch gleich klopfen. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, das ist jetzt nur das zugestellte Bett, wie gesagt. Für nächste Gelegenheit kommen Sie wieder hier raus. Ne? Weil wir Sie ja schon gut kennen. Die Therapie für Frau Nieng: Medikamente. In immer höherer Dosierung. Tabormilligramm-Tabletten, 3x1,5 Milligramm. Die verschiedenen Psychopharmaka schlagen bei jedem Patienten anders an. Das heißt, ausprobieren, bis ein Medikament wirkt. Ein Grund, warum die Patienten immer wieder kommen. Und manche kommen gerne. Für sie ist die Psychiatrie eine Art Heimat geworden. Schnell lernt man die Spielregeln und Tricks, die eine Aufnahme garantieren. Herr Kall ist ein solcher Psychiatrieprofi und häufig Gast auf der Station. Er kennt die Leute hier, die Mitpatienten genauso wie das Personal. Vor 3 Stunden entlassen hat Herr Kall es gerade in das Café auf dem Klinikgelände geschafft. 1,45 Promille, nicht durchsucht, ist gekommen, weil er gesagt hat, er wüsste, dass es ab einer bestimmten Promillezahl eine Aufnahmeverpflichtung gäbe. Und hat erzählt, dass er wieder Angstzustände hätte. Ich denke, du kennst ihn besser als ich. Alles Gute, Herr Kall. Danke. Wiederschauen. Was machen wir denn jetzt? Haben Sie es nicht lange ausgehalten, draußen? Seit wann sind Sie wieder hier? Wo hier? Hier im Haus. Weiß gar nicht. Seit 7? Weiß nicht. Wann sind Sie gegangen? 4. 3 Stunden. Waren Sie in der Pilgersheime? Nein. Sondern? Kaffee. Kaffee Regenbogen. Ja. Gut. Ungefähr 800 Meter haben Sie es geschafft. Nicht weiter. Wahrscheinlich falsche Leute gekommen. Holzraum? Ja. Ich kann verstehen, dass Sie jetzt amüsiert sind, aber ich finde es eigentlich nicht so lustig, dass Sie so schnell wieder hierher gekommen sind. Der Dr. Kraus fand es auch nicht gut, dass ich gegangen bin. Okay, dann rauchen Sie jetzt mal die Kippe. Ich mache hier die Aufnahmen und dann bringe ich Sie ins Zimmer. Ja? Dann lacht er. Die Augenfarbe? Ich weiß nicht. Blau. Aber da will ich wieder die Musik mit am Zimmer nehmen. Wie bitte? Die Musik. Nee. Solange sie blau sind, nehmen sie nichts mit ins Zimmer. Boah, ich durfte es gestern auch. Ja, aber gestern war ich nicht im Dienst, heute bin ich im Dienst und dann nehmen sie nichts mit ins Zimmer. Oh, bitte. Nee. Sicherlich nein. Haben Sie jetzt schon eine zum Rauchen bekommen? Nein, ich habe Sie wollten. Ich habe doch gesagt, Sie könnten eine rauchen lassen. Ja. Das ist nicht so gut. Das ist keine Einstecken. Keine Zigaretten. Wo haben Sie angebrochene Schachtel? Er hat gesagt, unten hätte er gerne eine geraucht. Habe ich gesagt, das kann er gerne machen. Ich habe da auch kein Problem. Ja. Für die, die immer wieder kommen, ein Ritual. Die letzte Zigarette vor der ersten Nacht, das Aufnahmeprozedere und der überfüllte Wachbereich. Herr Breu, ebenfalls oft hier, nimmt die Situation gelassen hin. Das ist hier leider, das ist für das Bett bis morgen. Aber morgen kriegen Sie einen besseren Platz. Ein geht raus und dann Sie kriegen hier einen Platz. Nehmen Sie, setzen Sie sich hin. Er hat gesagt, du darfst eine rauchen. Der wollte zuerst Blut abnehmen. Setzen Sie sich hin, ganz einfach und warten Sie kurz. Das dauert 5 Minuten und dann fertig. Wie geht es weiter nach der Notaufnahme? Herr Krohn, der Patient mit dem Gotterlebnis, den wir zu Beginn unserer Dreharbeiten getroffen haben, hat mittlerweile den nächsten Schritt geschafft und wohnt jetzt seit 4 Wochen in einem der Häuser für Langzeitpatienten. So sieht das Zimmer aus. Das ist mein Bett.
Da sind die Tarak, der Kaffee, alles, was man braucht auf Station. Schrecklich. Ja, bitte nicht an, es wird die Mama sein. Nein, eine Bekannte, die will ins Café mit mir. Ja. Ja. Na gut. Dann weiß ich Bescheid, ja. Also. Ja, also dann. Ciao. Was ist? Kein Geld. Ist eine von der WG, die wollte mit mir ins Café gehen, aber ich habe selber kein Geld jetzt. Ja. Jetzt habe ich 20 Euro pro Woche, jetzt habe ich den einen 5 Euro geborgt. Den einen, am Montag habe ich es krachen lassen, 57 ausgegeben. Und jetzt sieht es schlecht aus für mich. Jetzt habe ich noch 1,50, weil ich mir heute noch Hülsen gekauft habe für den Tabak. Ja. Das erste Mal war ich 12 Wochen hier. Da hatte ich auch dieses Zimmer, also es ist schon wie so eine kleine Heimat geworden. Ne? Jetzt bin ich auch schon wieder 4 Wochen. Das ist schon so, fühlt sich. Man weiß gar nicht mehr, wo man zu Hause ist. So geht es auch Herrn Kall. Er wartet in der geschlossenen Abteilung auf die Kostenzusage der Krankenkasse für eine Langzeittherapie. Wir haben uns ja kennengelernt bei der Aufnahme. Was ist denn seither passiert? Ich warte auf Kostenzusage. Für was? Für die Einrichtung, wo ich hin soll oder hinkommen. Und wo soll es sein? Oberpfalz. Und was da genau für eine Einrichtung? Eine Einrichtung halt. Für wie lange? Und was da genau für eine Einrichtung? Eine Einrichtung halt. Für wie lange? Ich weiß nicht. Es kann ewig gehen. Seine Lebensgeschichte, die Vielzahl psychischer Erkrankungen, machen eine Langzeittherapie notwendig. Die Eltern haben ihn mit 16 von zu Hause rausgeschmissen. Danach lebte er jahrelang vor allem auf der Straße. Borderline hatte er damals. Sich selbst verletzt. Aktuelle Diagnose: Sucht und Psychose. Wie ist es mit Ihren Eltern? Die haben mich auf die Straße geschickt mit 16. Im ersten Moment war es scheiße. Aber jetzt mittlerweile ist es okay. Es kommt schon nicht klar. Ich bin zur Caritas gegangen als Erster. Die haben weitergeholfen. Mit einem Zimmer, mit Essen, mit Kleider. Und dann haben Sie gewohnt, wo? Überall. In ganz Deutschland. In jeder Stadt gibt es Caritas. Seit 11 Jahren bin ich halt unterwegs. Die meiste Zeit draußen. 9 Jahre davon draußen ungefähr. Warum? Weiß nicht, weil ich keinen Bock hatte auf diese Schlafstellen. Wieso? Weil da zu viel abgeht. Was geht da? Drogen, Alkohol, ja, Schlägereien und so. Und ich will ja von der Aggressivität runterkommen. Von der Aggressivität runterkommen will er. Und er wünscht sich ein geschütztes und dennoch freies Leben. Ein normales Leben eigentlich. Das hat er bislang noch nicht gehabt. Da, wo ich hinkomme, kriegst du alles bezahlt. Essen, Schlafplatz, die Pflege, also die Therapeuten. Aber ich kann auch Geld dazu verdienen, indem ich arbeiten gehe. Ja. 200 Euro. Und für welche Arbeit? Ja, Elektro-Schrottrecycling oder so. Ja, ja. Computer auseinanderbauen oder irgendwas. Mhm. Habe ich schon mal gemacht. Schlau sein und habe nur irgendwie eine Reihe von Bieren. Also erst die Tabletten abgeschmissen, habe dann ziemlich bald gemerkt, Und dann habe ich ein paar Bier hintergekippt und ich schätze, die paar Bier haben meinen Arsch gerettet. Weil ich mehrmals mich gebrochen habe. Das hat man dann gesehen an der Matratze. Ich musste mich mehrmals übergeben, spucken einfach. Ja. Im Koma schlaf dann. Ich war 3 Tage komplett weg. Und nach am dritten Tag, am dritten morgens war das, komme ich dann nachts zu mir und dann Hilfe brauchst. Du liegst mir am Herzen, du liegst mir im Sinn, du magst mir nur Schmerzen. 22.04, das ist 88. Psychiatrie, Hilfe durch Tabletten.
oder Hilfe durch Zuwendung und Gespräch. Auch das gibt es im Klinikum in Haar. Ein alternatives Psychiatriekonzept, Soteria genannt. In einem der Häuser auf dem Gelände existiert dieses Modell seit 2004. Dort treffen wir Frau Simon, eine gutbürgerliche und gebildete Ehefrau und Mutter, im Gespräch mit ihrem Psychologen. Ich weiß jetzt nicht, was Sie für Punkte für das Gespräch haben. Also ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben gehabt. Das war wichtig. Ach so, der gestrige Tag und dann das Wochenende, das kommende Wochenende. Was ich noch gern heute besprechen wollte, ist, wie das mit der zweiten Psychose gelaufen ist. Okay. Da sind wir ja das letzte Mal stehen geblieben. Ja, wir hatten die erste Psychose, glaube ich, abgehakt. Ja. Also dann würde ich vorschlagen, dass Sie vielleicht mit Ihren Punkten beginnen. Das haben wir wahrscheinlich eh recht bald besprochen. Also das vom gestrigen Tag wäre vielleicht am sinnvollsten, weil da ging es mir schon wieder ein bisschen komisch, weil ich hatte das war der erste Tag, an dem ich jetzt mich den Pflichten hier in der Soteria komplett, ausgeliefert habe. Also ich habe mit dem Frühstücksdienst angefangen, habe dann mittags gekocht und bin dann mit zum großen Einkauf gegangen. Ja, und am Abend hatte ich irgendwie das Gefühl, boah, jetzt geht es mir wieder genauso schlecht wie fast vor 2 Jahren, also gefühlsmäßig, dass ich da einfach nur schaffe. Also ich habe immer gedacht, ich kann das für mich selbst steuern, aber ich habe jetzt gemerkt, also es wäre hilfreich gewesen, nochmal von Ihrer Seite irgendwie darauf hingewiesen zu werden, dass der Montag irgendwie für mich vielleicht doch zu voll wird. Man merkt es Frau Simon auf den ersten Blick nicht an, dass sie schon mehrere Psychosen hinter sich hat. Aber der Schein trügt. Durch ihre Krankheit sind Ehe, Familie und das gesamte soziale Umfeld einer harten Bewährungsprobe unterzogen worden. Ich werde halt sehr agil, also ich fange an zu putzen, ich räume die Schränke auf oder... Ja, der richtige Auslöser ist, glaube ich, dieser Schlafmangel. Also da kann man dann einfach irgendwann bestimmte Dinge nicht mehr richtig umreißen. Und ganz, ganz früher war das immer so, dass ich so einen Verlust von Zeit und Raum hatte. Also ich habe einfach nicht mehr in die Zeit gepasst. Ich habe dann drauf gehört, ist jetzt die Turmuhr, schlägt die jetzt 3-mal, 4-mal, 5-mal, passt die mit meiner Armbanduhr zusammen. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt, weil ich ja durch die Medikamente ganz gut geschützt bin. Gut, dann können wir ja das mit dem Wochenende auch besprechen, ja. Also das wäre mir arg recht, also es wäre mir ein großes Anliegen, weil ich auch in meiner Wohnung sein will. Und ich hatte ja in meiner Psychose diesmal den Wahn, die Kunsttherapie irgendwie in meiner Wohnung auszuleben. Und ich habe dann echt zur Musik von Grönemeyer da meine Wand bekrakelt. Und am nächsten Tag ist ja dann mein Sohn aufgestanden und hat es angeguckt und gesagt so, Mutter, bist du doof, das überpinsel ich. Also ich habe da wirklich ein sehr skurriles Gemälde an die Wand gebracht. Ja. Also eigentlich meine Emotionen, würde ich sagen. Mhm. Und bevor meine Kinder eigentlich zurückkommen, wollte ich das eigentlich übermalen. Und ich wollte es aber nur so überpinseln, dass sozusagen der Bilderraum, wo normal unser Hochzeitsbild drin war, weil das hatte ich dann rausgenommen und zerrissen und weggeworfen. Das wollte ich eigentlich, den Fleck wollte ich eigentlich lassen. Frau Simon wird nach monatelanger Therapie als geheilt entlassen. Herrn Breu dagegen geht es nicht so gut. Ich habe nicht erkannt, dass ich krank bin. Ich war der König. Ich war unterwegs als Wikinger verkleidet mit Schild und Speer und so. Und dann, als Wikinger verkleidet? Ja, als Germane, was für Germanen finden, den ich da geschoben habe. Ja. So Lanze gebastelt und Schild und Helm mit Hörner und. In der Stadt irgendwo? Ja, in Regensburg. Das ist die Hauptstadt meiner Heimat. Ja. Da habe ich auch studiert an der Universität Regensburg. Und